Schunter von Zoe Rico, heute bei uns und geht zu Ihnen jeden Tag. Herr Schunter, wie haben Sie die letzten Monate oder diese Corona-Zeit erlebt? Hat es diesen wirklichen Digitalisierungsschub auch in der Immobilienbranche gegeben? Ja, also zuerst habe ich natürlich die Zeit, wie viele andere, auch im Homeoffice verbracht. Hat mich aber nicht vor der Arbeit abgehalten und vor den vielen Projekten und Aufgaben, die die Zeit auch mit sich brachte, in der Tat. Viele Digitalisierungsprojekte als Reaktion, aber auch als ja schon von langer Hand geplant, aber jetzt dann zur Ausführung gekommenen Projekten. Weil jetzt einfach mal die Zeit war. Ja, jetzt, wenn ich jetzt war, dann tatsächlich. Also jetzt hat es sich wirklich dann angeboten und die Unternehmen haben direkt durchgestartet. Was sind denn für Sie die großen Arbeitsfelder der Immobilienbranche in Sachen Digitalisierung? Ja, insbesondere die Prozessoptimierung. Also das heißt, im Rahmen der Digitalisierung auch zu überprüfen, mache ich eigentlich noch das Richtige, tue ich die richtigen Dinge, wickle ich sie korrekt ab und übernehme ich nicht einfach nur das langjährig Eingeschliffene in eine digitale Welt, weil auch dann ist es dann nur ein schlechter digitaler Prozess. Vielmehr ist auch die Überlegung, eben diese Prozesse gleich auch zu optimieren, damit auch mit der Digitalisierung eben der gewünschte Verbesserungseffekt einhergeht. Und wie erleben Sie den Unterschied zwischen der deutschen und der österreichischen Immobilienwirtschaft? Heute ja aus Deutschland zu Gast bei uns in Wien. Ja, man muss sagen, dass in Österreich viel schneller gewisse Dinge umgesetzt werden. Also der Entscheidungsprozess ist an manchen Stellen doch deutlich beschleunigter, ja, dynamischer. Also man sagt sich, wir machen jetzt einfach mal, ja, und probieren das mal aus. In Deutschland ist da doch bisweilen erstmal noch eine längere Überlegung, soll man und wenn ja, wann? Und das ist hier doch ein bisschen noch dynamischer an der Stelle. Wie erleben Sie den Immobilientag? Ja, ähnlich. Also vor allen Dingen mal wieder Menschen zu sehen aus der Branche, live und in Farbe. Also hat mich doch da sehr überrascht und gefreut, das auch mal wieder erleben zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne, mich auch.